So, warte mal, ich sollte das aber... Hey, Mädel! Sie ist mir in ihr Hand. Es fällt... Timber! Und da macht es Bums. Nee, erstmal in die Madame kümmern. Und da kommt die nächste. Ah, oh, ich mag das. Die reinste Zerstörung. Hat schon was, wa? Hui! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kavin. Einen Tag nach der 13. Horde, die wir total gerockt haben und die war so geil, Alter. Wenn ihr diese Folge guckt, schaut euch nochmal die Welle von gestern an. Die war wirklich gut. Also, ich hatte da einige zu tun gehabt. Es waren 1-2 Zombies. Es hat sich gelohnt. Es hat mir auch sehr, sehr gefallen. So, ich werde mal ein bisschen Munition wieder hier rinschmeißen. Wie gesagt, das ist ja meine Munitionskiste für unterwegs. Boah, ich bin jetzt noch voll aufgekratzt, wa? Ich bin total noch unter Stoff. Naja, gut. Da müsste ich auch mal... Ich müsste das mal langsam verkaufen. Aber euer Kabin kannte ich will ja nicht trennen davon. Oh, scheiße, aber auch. Naja. Wie sag ich immer so schön... Er war stets bemüht. Gut, also Kohle. Also ich hab... 10.000! Ich hab drüben noch einen ganzen Stapel. Ich tappe jetzt hier damit. Ich mach das. YOLO. Hier kann ich nicht schrinnen. Das ist alles bloß Fake. Aber ich hab hier drüben noch was. Mensch, ich hab doch noch genug Müllkisten. Ich meinte natürlich... professioneller Verstauraum. Genau. Genau. So, das nehme ich mal mit rüber, weil ich nicht weiß, ob da viel kaputt ist. Und wenn nicht, wie gesagt, dann machen wir das. Moment mal. Sollt mir die Kettensäge mit einpacken? Weil das Haus war... sehr viel aus Holz, ne? Ich kann mich erinnern, dass da sehr, sehr viel Holz war. Apropos Holz. Das ist ganz gut, dass wir das wegknacken. Dann brauche ich nicht unsere Bäume nämlich nicht schänden. Denn ich brauche nämlich auch Eisen. Wir haben da unten auch ein bisschen was zu reparieren. Die Pfosten. Aber dazu brauche ich erstmal Holz. So, ab Richtung Nachbar und dann zack, bums, Haus weg. Knackige auf dem Laster. Irgendwas pocht da drüben. Ey, ich bin noch nicht mal fertig und krieg schon eine Wanderhorde. Mutschin, Mutschin und Mutschin ist da. Munition habe ich mit bei, was soll passieren? Hallo? Alter, ich habe gerade erst... Wie gesagt, ich habe gerade erst die 13. Welle und krieg gleich eine Wanderhorde. Es läuft. Da. Sorry. Sorry. Alter, wäre super GAU. Das habe ich überlebt und hier sterbe ich. Ha! Sehr, sehr lustig. Spiel. Echt witzig. Mag ich. Mag dein Humor. So, dann kann ich euch mal kurz zeigen, was ich noch kurzfristig... Achso, das waren noch nicht alle. Und da war ein Spider-Man, ich hab den schon gesehen. Jetzt sind zwei. Spider-Man. Spider-Man. Terententen, Terententen. Seht, es ist ein toter Spider-Man. Krass. Die spinnen doch die Römer. So,
So, also, ich habe erstmal jetzt hier zugenagelt. Jedek für eine gute Idee. Und das hier habe ich auch zugemacht, weil, wie gesagt, die sind ja runter in den Keller und sind da komplett ausgerastet. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, da müsste ich ja das auch wegmachen. Und das ist doof. Ich habe den Bohrer nicht mit bei. Ich mache erstmal das Holz. Knacken wir erstmal das weg, war erstmal das Innenleben und dann den Rest, ne? Was er gemacht werden, wa? Jetzt zieh mal hier durch. Ich glaube, wir kriegen auch bald wieder Besuch, ne? Weil allzu leise ist es nun auch nicht. Weil es muss ja entfernt werden. Boah, Alter, das geht so schön einfach damit. So. Eine ganz gute Frage. Ich glaube, das ist nicht so gut, im Haus zu stehen, was man da abreißen tut, ne? Hauptsache, der Fluchtweg ist frei. Ey, das ist bloß eine Badewanne. Oh, Alter. Das so frei ist der Fluchtweg, ich weiß nicht. Die könnte hier ganz schnell wieder raus. Ich bin da ein wenig vorsichtig. Aber ich glaube, wenn das Ding fallen tut, fällt es. Den halben Sachen. Der Dude ist, wenn eine Schreimadam kommt, die hört es nicht. So, das war das Innenleben. Eigentlich müsste das auch weg, weil es ein Block. Also hältet daran fest. So, dann müsste das aber auch weg. Ich habe natürlich das richtige Werkzeug wieder mit bei. Es geht auch so. So, dann sollte ich aber vorsichtig sein und ganz schnell wieder rausrennen. Weil sonst Timber! Nur mit Haus. Warte, ich mach das jetzt weg. Alles neu im grünen Bereich. Das ist jetzt wie Jenga. Die heutige Folge. Aus Jenga. So, warte mal. Ich sollte das aber... Hey, Mädel. Sie ist mir in die Rand. Sie ist zum Schrein gekommen. Dumme Frage. Party. Party, Peoples. Naja, noch mehr. Sag mal, denkt ihr, ich bin jetzt beeindruckt? Ich habe die 13. Welle hinter mir. Achso, links, rechts, geradeaus. Da lache ich ja drüber. Haha. Das ist ja ehanisch, das ist da. Da müsst ihr schon mit besseren Ufahren. Ich will bloß das weg haben, falls da was wegknacken tut, dass ich schön abhauen kann. Alter, zum Glück ist hier keine Kamera. Ich bin gerade auch in Deckung gegangen, also gesichtsmäßig. Weil das ist doch bloß ein Spiel. Gut, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir die jetzt gesehen haben. Hörer am Feld. Aber letztes Mal muss ich auch zwei Sachen wegkloppen, ne? Weil das sehr gut gehalten hat. Ja, das ist natürlich Eisen.
Und dann auch noch Tausender. Ja, dann machen wir halt so. Aber fast einen guten Rundumblick, ne? Ich hätte mal Benzin mitnehmen sollen, ne? Es fällt! Timber! Und da macht das Bums. Oh, Alter, die ist schon wieder da. Ich wollte mir das in Ruhe angucken, du blöde Kuh. Hoffentlich wirst du da unter begraben. Es funktioniert. Gut, die Hälfte ist weg. Da bleibt noch eine Hälfte. Jetzt muss ich mich erstmal um die Madame hier kümmern. Und da kommt die nächste. Ich mach mal ihn auf Sniper-Karbin. Ist sie jetzt weiter gerannt? Ich habe gesehen, dass da gerade noch eine lang gerannt ist. Das habe ich mir nicht eingebildet. Aber ich habe eine Schneeper mit bei. Alles ja, kein Problem. Wo ist die denn jetzt hin? Da ist er. Doch kleine Mauerblümchen. Kann die so weit ziehen? Gucken. Wer kann so weit ziehen? So. Zombie down. Zombie down. Oh, gut. Dumm ist, ich habe jetzt nicht genug Material, also Benzin mit bei. Oh. Hä? Das verstehe ich nicht. Da ist da oben bestimmt was runtergefallen. Dieser scheiß Kamin. Der macht uns jetzt einen Strich durch die Rechnung. Pass auf. Ich geh mal kurz Benzin holen. Ich lasse es so stehen. Hm. Als Mahnmal. Warte mal! Kann man das essen? Nicht das Essen mal. Ein Mahnmal. Warum heißt das eigentlich Mahnmal, wenn es nicht zum Essen ist? Da. Okay. Benzin. Okay. Warte mal, Geld. Money, money. Jetzt noch den Bohrer rausholen. Hab ich alle da. Ist doch gut, Junge. Ja, hier kannst du was trinken. Ist die ganze Zeit schon machen können. Oder Licht kann ich eigentlich ausmachen. So. Klappe zu, Affe tot. In dem Fall Zombie tot. Nahrung muss ich aber auch mal wieder bald war drin ludern, wa? Lollern, lullern. Whatever. So, warte mal, ich werde das genauso machen. Ich werde erstmal hier den Balkon wegknattern. Und dann machen wir den Rest. Dann müssen wir bloß noch aufräumen. Professioneller Abbau. Hallo. Hey, hast du gleich einen besseren Blick? Ah. Hält noch?
Hält noch? Sehr stabil. Sprach er und es bricht durch. Ja, toll. Wie gesagt, ich musste dann nachher bloß noch aufräumen, ne? Ja. Toll. Alter, so ein Klumpenstein hat so eine Haltbarkeit. Krass. Alter, 2500. Das ist nicht schlecht. Das ist ja mal ein guter Kamin. Kamilia. Oder so. Das geht aber ganz schön auf jeden Nick. Knickknack. Komm da nicht ran. Ist noch nicht das Resultat, was ich mir vorgestellt habe. Komm da nicht ran. Der Tisch muss weg. Der Tisch muss weg. Da fliegt mir ja das Blech weg. Oh oh. Oh, ich mag das. Die reinste Zerstörung. Hat schon was, wa? Wir wollen mal nicht übertreiben hier, ne? Und das Komische ist, wenn ich das jetzt abbaue, ist das denn weiterhin Holz? Ja, das ist weiterhin Holz. Das freut mich. Autsch. Autsch. Das kontrollierte Abbau ist das da. Ups. Ja, nee, dass mir das auf den Kopf fallen tut. Was höchstwahrscheinlich passieren wird. Alter, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Es ist verhext. Ah. Oh, Alter, wie gesagt, das ist alles Holz, ne? Was denn nun schon wieder? Ja, ist doch gut. Ich bin doch bloß hier an der Arbeit. Ich muss es doch machen. Und das ist die nächste. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt haben sie, habe ich sie voll hinter mir. Gehört niemals ein Kabi bei einem Abriss. Das geht für euch nie gut aus. Auch schon wieder? Ich hab doch gerade erst 2 platt gemacht. Dann kommen Sie mal rüber. Wo ist sie denn? Wo ist denn das Mädel? Da ist das Mädel. Ist aber gerade ein wenig erregt. Alter, und ich schieße überall hin, aber nicht dahin, wo ich hin soll. Sie war gerade selbst davon ein bisschen verwirrt und wusste nicht, ob sie schreien soll oder... Ich lasse nochmal gewähren. So. Das bisschen noch. Den haben wir geschafft. Deckung! Ist das ein Zeichen? Ist eine 1, ein C und keine Ahnung. Man kennt es ja von Kaffergrund lesen, ne? Ich mache dasselbe mit Häuser.
Das ist ganz gut, dass ich mich hier unterstelle. Da kann ja nicht schief gehen. Es schwebt. So, jetzt muss ich die ganze Chance bloß noch aufräumen. Aber das geht ja schnell. Das ist ja Buchholz. Das ist ja ratzfatz weg. Und nichts soll mehr daran erinnern, dass hier mal was gestanden hat. Das ist quasi... Ich weiß, das Böse, wenn ich jetzt sage, das ist quasi bei uns der Ground Zero. So. Wie gesagt, das werden wir jetzt Stück für Stück irgendwann mal wegknacken. Es sei natürlich einfach 20 und so, ne? Jetzt sparen wir uns die ganze Arbeit. Ja, schön über den Kopf frei halten. So. Müsstest du nicht zusammenbrechen? Verflixt. Sein Mirakel-Wip. Ach, hier unten wegen, bitte. Wie gesagt, das zählt ja auch in den ganzen Block. Hä? Hab ich gedacht. Das ist wirklich wie Jenga. Ah, jetzt habe ich den richtigen Block. Tü-tü-tü-tü-tü. Irgendwie ist, macht das Spaß. Mal, was habe ich denn? Was habe ich denn jetzt an Holz? Hat erst 1400? Billigbau. Ich hätte jetzt schon mit mehr gerechnet. Oh, Alter, die liegt mir auf den Sack. Na gut, was habe ich erwartet? Moins. Ja, danke. Gehen wir aus dem Weg. Hier hinter dir. Oh, sorry, warte mal. Stopp. Warum eine Welle oder eine Horde? Ich wollte gerade sagen, wenn man es sich selbst besorgen kann, aber das würde schwierig klingen. Wenn man sich... ja, okay, macht das auch nicht besser. Komm hier rüber. Bin hier. Ja, ist doch gut. Ich weiß, du bist aufgeregt. Hm? Gib mal, er hat's geschafft. Er ist der Bergsteiger. Warte mal, der kriegt Laden. Er ist nicht der Hellste. Auf der Torte. Dass sie den in den Krieg schicken, versteht er nicht. Halt mal fest. Also ich habe hier angefangen. Hatte gleich eine Wanderhorde. Gut. Das mit der Lautstärke jetzt, das ist unsere Schuld. Aber es wird nicht besser. Ihr sagt, das werden wir hier alle noch schön anpassen. Später wird man nicht mehr sehen, dass hier noch ein Haus gestanden hat. Werdet der Natur anpassen. Da war doch was. Aha. Ich mag das echt. Ich finde das cool. Also hier, bitte. Einfach das Sinnlose auseinanderbauen. Naja, sinnlos ist ja auch nicht. Wer den Platz haben. Es hat schon was Befriedigendes. Befriedigendes. So. Hier, warte mal. Ja, das will auch jetzt.
Entziehen. Out. Das wäre richtig geil, wenn... Naja, okay, bei FH20 ist es ja dann so, wa? Wenn Stein angezeigt wird als Stein und, ne, Holz als Holzmüll. Kaputt. Stein. Ja, wie gesagt, ab und zu hast du hier noch ein bisschen so Müll mit zwischen. Ziemt halt Mischmasch aus. Boah, Alter. Ja, komm her. Komm her. Hallo. Oh, Alter, das sind zwei. Gut. Ja, ja, ist doch gut, Mädel. Komm hier. Ab ins Knie. Hinterweil schießen. So, da kommt Mrs. Patter schon. Ja, ja, ist doch gut. Wer braucht denn noch eine Quest oder sonst irgendwas? Geht auch viel einfacher. Einfach mal ein bisschen ein Haus wegknacken und schon hast du Zombies. Was willst du mehr? Ach, was soll's? Ja? Das ist so geil. Ja? Da jetzt, da ist ein Punkt. Der muss weg. Ja, das ist wieder so geil. So, jetzt versuch mal den Punkt hier wegzufrieren. Boah, das ist kacke, ist der. Oh, Alter, was denn nun? Hä? Ey, Leute, ich kann jetzt nicht. Ja, du kriegst den. Du siehst den aber auch nicht. Also, du siehst den schon, aber. Ah, jetzt habe ich ihn. Und weg. Hey, die machen mit. Die findet Haus genauso kacke wie ich. Down. Na gut, also. Wo ist jetzt der Schrei, Madame? Da ist er. Mädel, warte mal kurz. Danke. Musste nochmal schnell aus dem Augenwinkel schauen, ob die wirklich down ist. Gut, wir fangen jetzt erstmal hier oben ab. Abzutragen. Ja, die geht schneller als man denkt. Oh, Alter, wir sind schon eine halbe Stunde unterwegs hier. Aber das Haus ist weg. Sie wird so oder so kommen. Oh, Jens. Ja, ja. Gehen andere noch einen Kranz. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ach, dasselbe Villa. Ich glaube, wir sollten danach wirklich mal Feierabend machen, kleine Päuschen. Dass sie die Map ein bisschen beruhigen kann. Wir haben es ja fast weg. Ne, da ist noch eine. Da ist noch eine. Eine haben wir noch. Ich glaube, wir machen gleich ein kleines Päuschen. Dann kann die Map ein bisschen runterkommen. Und dann ist es gut. Das ist wie, man kann denn aber auch nicht aufhören. Man sagt zwar immer, man will aufhören, aber man tut es einfach nicht. So, ich mache jetzt Feierabend. Halbe Arbeit geschafft, halbe Haus ist weg, alles gut. Halt mal fest, heute viele Schreitussen, Madame.
Aber Haus ist weg. Ist da Loot? Da ist Loot. Für Loot habe ich immer Zeit. Na gut, Leute. Heute mal eine leichte Folge. Kann ja auch mal passieren, wa? Also, ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ihr konntet ein bisschen lachen. Dann ist alles, was ich wollte. Also, bis dann. Ich bin dann raus. Tschüss.